Hola amigos, ¿cómo estáis? Herzlich willkommen wieder bei mir, bei Michael auf meinem Kanal auf Gran Canaria. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute nur ein kurzes Video, eine Konklusion, eine Zusammenfassung aus der Frage zu meinem letzten Video zu dem ungewöhnlichen Zapfenmodell bei Pfauen, was bei einer meiner Pfeifen halt vorliegt, die ich schon seit Ewigkeiten habe. Ich war überwältigt von der Anzahl der Kommentare, die mich dort erreicht hat. Dafür bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei euch, meine lieben Freunde, für eure Anteilnahme, euer großes Interesse an diesem doch wohl außergewöhnlichen Thema, wie es sich zeigt. Viele haben sich den Kopf darüber gemacht und haben mir geantwortet, und ich möchte euch hier jetzt eine kurze Zusammenfassung geben, was wohl der Grund ist und bei welchen Pfeifen diese Umbaumethode oder andere Baumethode des Zapfens vorhanden ist, und zwar der Zapfen im Holm und nicht im Mundstück. Ja, erstens wurde von vielen mitgeteilt einheitlich, und das muss ich halt auch bestätigen, dass halt bei unseren Meerschaumpfeifen dies die übliche Methode ist, der Zapfen im Holm. Wer noch nicht drauf geachtet hat, sollte mal nachschauen bei seinen Meerschaumpfeifen, dass dort der Zapfen grundsätzlich sich im Holm befindet. Das scheint wohl so üblich zu sein. Dann, in welchen Modellen oder Jahrgängen war das bei Pfauen üblich? Ja, da wurde mir mitgeteilt, dass dies wohl bei Pfauen hauptsächlich in den 80er Jahren bei den Shape-Modellen, den 50er bis 56er Shapes, der Fall gewesen sein soll. Das fand ich bei mir bestätigt, und viele andere bestätigten mir das auch, als sie mir ihre alten Pfeifen mit den Shape-Nummern benannten, die sich genau innerhalb der 50 bis 56 bewegten, bis auf eine einzige Ausnahme. Da war ein Shape dabei, die 33. Und deswegen sage ich, wir wissen es nicht ganz genau. Das Beste wird sein, eine Nachfrage bei Pfauen. Und da war ich mit Angelo in Kontakt und habe ihn gebeten, vielleicht könnte er das mal machen, weil er doch da wesentlich direktere und bessere Connection hat als unser eins. Als großer Pfauen-Spezialist, unser lieber Angelo, vielleicht schafft er es ja da noch speziell was rauszubekommen. Was könnte der Grund gewesen sein? Der Grund könnte gewesen sein, Schutz vor Holmrissen. Denn wenn ihr euch mal eure Modelle anschaut, die ganze Angelegenheit ist da ziemlich dünn. Und durch das Verbringen ist dort ziemlich dünn. Man wollte halt dünne Modelle anfertigen. Und es ist aber in der Praxis dazu gekommen, dass halt viele Reklamationen kamen. Und zwar, wenn die Pfeifenfreunde das Mundstück zu fest oder verkantet aufgesetzt haben, kam es halt häufig zu Holm oder halt zu Zapfenrissen, was dann halt zu unbeliebten Reparaturen führte. Das hat wahrscheinlich dann Pfauen davon Abstand nehmen lassen, diese Produktion weiterzuführen. Eine Vermutung, aber vielleicht kriegen wir es noch mal raus. Das wollte ich euch nur mitteilen als Zusammenfassung und Konklusion meiner Umfrage an die Community. Nochmals ganz, ganz super herzlichen Dank für eure super rege Anteilnahme an diesem Thema. Ich bin noch immer gebufft. Entschuldigt bitte meine etwas herbe Stimme, aber ich lag fast die gesamte Woche flach mit einer ziemlichen harten Sommergrippe. Mein zweiter Versuch mit einer Pfeife. Gestern habe ich es versucht mit einer Petersen. Heute zu Ehren des Themas mit einer Faun. Die Petersen gestern, konnte ich nicht zu Ende rauchen. Es hat noch nicht so sonderlich geschmeckt, aber heute merke ich schon, der Consummate Gentleman, den ich euch schon mal vorgestellt habe, ich verlinke es euch oben nochmal, wer es noch nicht gesehen haben sollte, ein leichter Engländer mit hohem Orientanteil, einfach köstlich. Der ist jetzt genau das Richtige in dieser schönen Weißpunkt Lowat Pfauen.
Ja, damit möchte ich mich von euch auch schon ins Wochenende verabschieden. Danke, dass ihr nochmal heute wieder vorbeigeschaut habt. Wir sehen uns dann hoffentlich mit besserer Stimme und etwas mehr Farbe im Gesicht beim nächsten Video. Also meine Lieben, macht's gut, passt gut auf euch auf, schützt euch vor der Hitze, die bei euch kommen sollte. Bei uns ist das ja normal. Wir sind das hier so ziemlich gewohnt, es sei denn, es übersteigt die über 40 Grad Grenze. Aber das haben wir hier Gott sei Dank noch nicht. Und wenn, dann ist es auch noch einigermaßen erträglich, weil wir den Wind vom Meer haben. In diesem Sinne, immer gut rauch, guten Tabak in der Pfeife. Euer Michael aus Gran Canaria. Hasta luego.